In der Synagoge Vöhl laufen die Vorbereitungen zu einer großen Kunstausstellung. Die Kunstausstellung wird mit einem Bauzaun gesichert. Der Bauzaun wiederum ist mit wunderschönen Planen verkleidet, den die Schülerinnen und Schüler der Edersee-Schule Herzhausen sowie der Jugendhäuser Frankenberg und Korbach gestaltet haben. Die Planen an sich sind schon kleine Kunstwerke. Also am Anfang hatten wir ganz viele unterschiedliche und schöne Ideen, wie wir das machen können. Und dann haben wir überlegt, wie wir das alles zusammen in einem Bild hinkriegen könnten. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, dass wir hier ganz viele Menschen malen, die unterschiedliche Hautfarben haben. Und dazu haben wir noch überlegt, dass wir so Gesichter da reinmalen, dass sie auch gesehen werden. Diese Gesichter haben auch unterschiedliche Hautfarben. Und dazu haben wir noch gemalt, dass diese Gesichter auch nicht normal sind sozusagen, sondern was besonders sind, was also wert Gold geschätzt werden müssten eigentlich. Und zwar mit unterschiedlichen Krankheiten, wie zum Beispiel diese Badminton, Pigmentstörung. Ja, genau. Wie diese Pigmentstörung. Und dann haben wir überlegt, wie wir das hier mit dem Alter machen können. Dann haben wir hier ein Gesicht von einem Baby gezeichnet. Oder hier nochmal ein Gesicht. Und dazu haben wir noch überlegt, dass wir die Menschen so verlaufen wollten, oder sollten, bis zum Wurzeln, dass sie ineinander verlaufen und dann am Ende zu diesem Baum kommen. Und das sollte eigentlich darstellen, dass wir aus demselben Stamm kommen, dass wir alle gleich sind, dass wir unterschiedlich sein könnten und dass es nichts Schlimmes oder Negatives ist. Und hier sieht man nochmal, wie wir unsere Namen dazu geschrieben haben, wie die Kinder mit uns bewirkt haben. Und ja, dann gebe ich das Wort an dir. Genau, wie Sandy schon schön erzählt hat. Die Menschen verlaufen alle nachher in den Wurzeln zu dem kompletten Baum zusammen, dass sie ein Ganzes bilden. Und genau die Blätter des Baumes haben wir zusammen mit Kindern gestaltet, also das ist auch generationenübergreifend sozusagen. Und was wir damit aussagen wollten, war einfach, dass jeder einzigartig ist, egal welche Religion, Hautfarbe oder Alter oder Geschlecht er hat. Wir stehen hier im Hof der ehemaligen Vöhler Synagoge, einem Ort, in dem bis in die Ende der 30er Jahre die Juden aus Vöhl, Marienhagen, Basdorf und Oberwerba gebetet haben, ihre Familienfeiern gemacht haben, friedlich, überwiegend friedlich mit den christlichen Mitbürgern zusammengelebt haben. Wir werden hier in diesem Hof und im benachbarten Garten vom 15. August bis zum 31. Oktober eine Kunstausstellung haben. Eine Kunstausstellung, deren Ziel es zum einen ist, für die Synagoge oder für den Förderkreis der Synagoge sechs Stelen zu erwerben, die neben der Synagoge stehen sollen und den kulturellen Anspruch, den wir als Förderkreis auch haben, betonen sollen. An dieser Kunstausstellung nehmen 30 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland teil. Aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamburg, aus Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg, aus dem Allgäu und eben auch aus unserer Region, aus den Dörfern rund um den Edersee. Und einige der Kunstwerke sind schon eingetroffen. Täglich kommen neue dazu. Und ich glaube, dass diese Bilder dokumentieren, dass es sich wirklich um große Kunst handelt. Wir haben fantastische Künstler, die wirklich bemerkenswerte Kunstwerke hier geschaffen haben. Und ich bin sicher, dass wir ab dem 15. August, an dem Tag findet die Vernissage statt, wirklich eine tolle Ausstellung hier in Vöhl haben werden. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn viele Gäste, wenn viele Besucher kommen und sich diese Ausstellung und die Kunstwerke ansehen. Übrigens wird es auch die Möglichkeit geben, Kunstwerke zu erwerben.
für die eigene Gemeinde, für den jüdischen Friedhof in der eigenen Gemeinde oder für einen anderen öffentlichen Platz. Herzlich willkommen, herzliche Einladung in den Hof der Füller Synagoge. Die Kunstwerke sind sehr wertvoll in der Summe und deshalb haben wir den Hof der Föhler Synagoge umgeben mit Bauzäunen. Die Bauzäune wiederum sind versehen mit kunstvoll gestalteten Planen und diese kunstvoll gestalteten Planen kommen von Jugendgruppen aus der Gemeinde Föhl, aus Korbach und aus Frankenberg und es wird noch eine weitere Plane in den nächsten Tagen kommen, die vom Seniorenheim in Asel gestaltet wird. Auch diese Planen sind wunderschön, sind hervorragend gestaltet. Die Kinder, die Jugendlichen haben sich große Mühe damit gegeben und das verdient auch große Anerkennung. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir außer dieser Kunstausstellung vom 15. August bis zum 31. Oktober an allen Wochenenden noch weitere Veranstaltungen hier im Hof der Synagoge und dann auch im Sakralraum der Synagoge haben werden. Es wird Musikdarbietungen geben, es wird Vorträge geben, weitere Ausstellungen zu interessanten Themen, die sicherlich für viele interessant sein werden. Und nicht zu vergessen, an allen Nachmittagen bieten wir auch Kaffee und Kuchen an.